Helmut, hast du denn schon ausgefüllt für den WDR hier diese Aktion Mein Lieblingsstück? Bin noch dran. Du bist gerade dabei, da könnt ihr jetzt mitmachen, WDR Hörfunk. Mir hat das Logo so gut gefallen, weil es ist, für welches Werk der klassischen Musik brennt das Herz? Ich dachte erst, Rauchen beschleunigt ihren Pulsschlag. Aber es ist, für welches, was ist dein Lieblingsstück klassische Musik? Ich habe jetzt reingeschrieben, das Violinkonzert Opus 35 von Erich Korngold. Von wem? Erich Korngold, ein nicht so richtig bekannter Mann hier. Ja, aber ein großartiger Komponist. Wahnsinn, der hat ja quasi den Hollywood-Filmsound geschaffen. Weil das ist nicht so, dass Hollywood den Sound da gemacht hat, sondern der ist nach Hollywood gegangen und die haben den Sound von ihm gemacht. Also Korngold ist der klassische Hollywood-fette Sound. Und das Violinkonzert war hier in der Philharmonie, von der WDR-Sinfonieorchester sogar gespielt. Da wird man sich freuen beim WDR. Haben wir die Nummer schon eingeblendet für das Hörertelefon, für alle, falls Sie zu Hause mitmachen? Ich könnte auch vielleicht mal beim Hörertelefon schnell anrufen und sagen, dass Sie das schon raussuchen bei dir. Das ist 5, 6. Passt ein bisschen auf, dass es nicht zu hektisch wird heute. 7, 8, 9, 3, 3. Ich habe jetzt keine Briefmarke hier. Ich habe jetzt keine Briefmarke. Achso, das du schickst einfach so, das sagen die. Ja, ja. Ich bin nicht durchgekommen. Ich muss noch mal wählen. 5, 6, 7, 8, 9, 3. Entschuldigung, das war mein Fehler. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Das WDR-Hörertelefon für die Aktion Lieblingsstücke WDR 3. Jetzt höre ich das Freizeichen. Guten Abend, das WDR 3-Hörertelefon. Mein Name ist Chris. Guten Abend, Harald Schmidt hier. Guten Abend. Ich möchte das Lieblingsstück von Helmut Zerlett durchgeben. Ja. Wie war das, Helmut? Das ist das Violinkonzert Opus 35. Opus 35, Violinkonzert von? Erich Korngold. Erich Korngold. Ja, habe ich mir notiert. Wird das gespielt? Ja. Und zwar am liebsten in der Version. Warum ist es dein Lieblingsstück? Weil das der Begründer des Hollywood Sounds. Begründung, weil Erich Korngold der Begründer des Hollywood Filmkomponistentums ist. Alles klar, ich gebe das so weiter. Danke, Grüße bitte. Danke. Ja. Natürlich geht das hier weiter mit dem Zeichnen. Keine Angst, das ist nicht so schnell vorbei. Viele Menschen sind so empört in diesen Tagen über die Kälte. Und das Interessante ist, wie Menschen schimpfen, wenn man sie mit derselben Aufnahme in unterschiedlichen Nachrichtensendungen zu Wort kommen lässt, um Punkt 6. Morgens bei RTL schimpfte der sympathische LKW-Fahrer so auf den Winter. Seit 14 Uhr stehe ich hier. Das kann doch nicht wahr sein. Die Polizei sagt, ja, wir kommen. Keiner kommt hierher. Das ist die größte Sauerei, die es überhaupt gibt. Ja, das war Rainer Kohlhäuser um 6 Uhr morgens. Im Nachtjournal war er noch viel sauerer. Im Winterdienst geschrieben heute. 16 Autos stehen auf dem Hof. Und? Machen tut er gar nichts hier, ihr Arschlöcher. Dreckdecke. Wo er recht hat, hat er recht. Oder? Ich hoffe, ich habe die Telefonnummer gesehen, dass er anrufen kann, was sein Lieblingsstück der klassischen Musik ist. Bei WDR. Für welches Werk der klassischen Musik brennt ihr Herz? Dieses Herz ist fantastisch. Ich glaube, das gibt es bei Werbeagenturen zu kaufen, auch für Kardiologenkongresse oder so, weißt du? Je nachdem, wenn die Pumpe Extrasystolen hat oder so, dann ist es auch durch zu viel Qualm.